Hallo meine lieben Erdzeichen, heute schauen wir uns mal das Liebesleben von 13. bis 19. Juli. Ich bin gespannt, was die Liebe so mit sich bringt für euch. Für euch ist es immer letzte Zeit so ein bisschen schwierig. Ihr macht enorme Transformationen durch, deswegen bin ich extrem gespannt, was sich hier zeigt. Ich lege mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen für College Byron Wright, mit den Witches Tarot von Ellen Dugan, Tarot, Rider-Waite Tarot von AGM Urania und Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. So, wir holen uns wie immer erstmal die Orakelkarten, das sind dann die Hauptkarten und mit denen klären wir und gehen wir in die Tiefe. Die lege ich erstmal zur Seite. Wir starten mit den Orakelkarten. Was kommt in der Liebe für die Erdzeichen Jungfrau, Stier, Steinbock? Was ist bei euch relevant vom 13. bis 19.? Und ich habe schon wieder Weggabelung gesehen. Und das steht ja aber schon ein bisschen lang, oder? Macht ihr jetzt den Schritt? Oh, die Seelengefährten. Oh, Einfachheit, okay. Ja, wenn man es einfach einmal verstanden hat, was es mit den Seelengefährten auf sich hat, dann wird es einfach. Wird es einfach? Ich weiß nicht. Ja, aber die Verständnisse für diese Prozesse, auch wenn sie immer noch nicht einfach sind, aber man hat das besser im Griff. Okay, bin extrem gespannt. Liebe vom 13. bis 19. Juli für die Erdzeichen. Ich nehme 5 Karten. Die erste ist schon da. Was habe ich gesagt? Ihr macht eine enorme Transformation durch. Ich schaue nur mal, ihr seht alles, ja. Enorme Transformation durch in euren Selbstwert, in euer Selbstbewusstsein, angesteuert durch den Gegenüber. Oh, der Wagen, sehr schön. Das heißt, die Transformation ist durch. Fünf der Münzen. Kraft. Okay. 3 der Schwerter, 8 der Schwerter. Okay, Ambivalenz und Zwiegespaltenheit. Deswegen die Karte Einfachheit. Nimmt das alles nicht so ernst. Es ist nur Liebe, wenn man das so sagen kann. Ja? Also, ihr habt eure Transformation abgeschlossen. Ihr seid bereit, euch jetzt nach vorne zu bewegen. Doch leider. Ihr habt das Gefühl, ihr wart so lange weg, dass da keiner mehr auf euch wartet. Dass hier alles vollkommen ausgetrocknet ist, kalt, kein Leben mehr. Das führt wiederum dazu, dass ihr handlungsunfähig seid. Ihr wisst gar nicht nach so langem Stehen, wo ihr eigentlich hin wollt. Und mit nur enormer Kraft könnt ihr euch dem Thema widmen, was einerseits also quasi die Verletzungen aus der Vergangenheit zu überwältigen, sagt man das so, und gleichzeitig ihr bekommt Verständnis, warum ihr so lange euch nicht gerührt habt. Wir haben hier 8 der Schwerter, hier haben wir 3 der Schwerter, dann haben wir insgesamt 10 plus 1. Mit Ass der Schwerter wird es ein Erkenntnis für euch sein, warum ihr diese enorme Transformation gebraucht habt, weil es einfach nicht mehr weiterging. Ihr hättet diesen Seelengefährten, diese große Liebe, die euch hier begegnet ist, verpassen müssen, können, wie auch immer.
sehr gespannt. Aber Einfachheit. Einfachheit kommt von Erkenntnissen, weil man endlich etwas erfasst hat, ja? Etwas, was bis dato wie so ein dunkler Loch, wie so eine Diamant-Handtasche, in der alles ist und nichts und man da nichts findet, ja? Und jetzt plötzlich werden diese ganzen Prozesse klar. Man wird auch die Erkenntnis endlich haben, was man möchte. Dass man das nicht haben möchte. Ja, schaut mal. Das sind die gleichen Verletzungen aus der Vergangenheit. Ich schaue nochmal, ob ihr alles sieht. Jo, aber ich schiebe ich nach unten? Nein, ich strecke nur die Kamera ein bisschen nach unten. Ist doch viel einfacher. Okay, das bisherige Verhalten, wo man eventuell sich verhalten hat nach dem Motto, wo ist das Gras grüner? Wo könnte ich denn sonst noch landen? Das sieht mir stark nach einer Affäre, nach einem On-Off, nach einer Dreierkonstellation aus, ja, wo man einfach sich nicht gerecht diese unfassbar starke Verbindung verhalten hat. Ich habe gerade gemerkt, das ist die Karte Nummer 41, das ist eine 42. Das heißt, diese eure Verbindung, eures Aufeinandertreffen hat dazu geführt, dass das Leben vereinfacht wird und reduziert wird darauf, um was es eigentlich geht, und das ist die Erkenntnis hier. Ja? Okay, die Transformation ist beendet, die Erkenntnisse sind da und man bewegt sich nach vorne. Genau, es wurde beendet und man geht nach vorne mit unfassbar hohen Erkenntnissen. Also wirklich, Erkenntnisse, die in Richtung gehen, ich weiß, also wirklich, bis zum, ich weiß jetzt, wenn ich heiraten möchte. Ja, weil das ist auch die Heiratskarte. Ich weiß, das ist mein Seelengefährte. Ich weiß, ohne ihn geht bei mir gar nichts, gar nichts. Okay. Ich weiß, dass ihr eine schwere Zeit gehabt habt, aber mit diesen Erkenntnissen jetzt habe ich auch nicht gerechnet. Okay, fünf der Münzen, eine Karte für fünf der Münzen. Ja, ihr macht euch auf den Weg Richtung diese Dame, diese Seelengefährten, und ihr fragt euch, ist sie noch da? Die fünf, also das ist die neun der Münzen, das ist fünf der Münzen. Vier der Münzen ist die Zurückhaltungskarte. Die finde ich jetzt natürlich nicht auf die Schnelle, aber das ist die Zurückhaltungskarte. Und du fragst dich, ob durch deine ewige Zurückhaltung vor deiner Transformation, ich meine, die vier Münzen, das war eine Dauerkarte für die Erdzeichen, ja? Und du hast dich davor zurückgehalten, du hast dich während der Transformation zurückgehalten, aber absolut berechtigt. Und jetzt durch deine Zurückhaltung ist deine Dame in neun der Münzen gelandet, weil sie sich total abgehoben hat, weil sie mit dir irgendwo in ihrem Inneren komplett abgeschlossen hat, ja. Und das ist das, was von euch, von eurer Beziehung geblieben ist. Ein Kalabaum, an dem hätten schöne Weihnachts Kugel hängen können, tun es aber nicht, ja. Und du gehst auf den Weg, machst dich auf den Weg mit dem Wagen, völlig neu. Das ist für dich un total unbekanntes Fleckchen. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt, und fragst dich, ist sie noch da? Oder er, natürlich, wenn du als Mann zuschaust oder ja, Mann für Mann, also ne, dreht euch das bitte um. I am a woman and I love men. Und somit rede ich auch so. Absolute Anstrengung, die du auf dich nehmen wirst. Um diesen Weg zu bewältigen, um das
zu überbrücken. Das ist genau die gleiche Karte, ja. Das ist das von eurer, was von eurer Beziehung geblieben ist. Du bist jetzt bereit, alles, jegliche Art Kraft einzusetzen, um das wieder gut zu machen. Die Erkenntnis, dass die der Wunschpartner, Wunschpartnerin deine absolute Herrscherin und Wunscherfüllung ist. Boah, Gänsehaut. Okay. Gratulation an alle, die mit einem Erdzeichen zusammen sind. Sehr interessante Legung. Wir nehmen jetzt nochmal die Lenormand-Karten und jetzt bin ich gespannt auch, ob wir das jetzt alles auch sehen werden. Ich schiebe das ein bisschen hoch und dann werden wir das auf jeden Fall alles im Bild haben. So, zack. Einfachheit, ja. Hier wird aufgeräumt. Ich sehe hier, das ist auch die Karte 11. Ja, das ist auch die Meisterschaft, die Transformation durchzuführen. Das ist die Meisterschaft, sich den Themen zu stellen, so tief zu graben, wo man noch nie im Leben gewesen ist, Erkenntnisse für sich zu gewinnen. Dass es mein Seelengefährte ist, dass es meine absolute Wunscherfüllung ist und dass ich das Leben mir ohne diese Person gar nicht vorstellen kann. Also das ist die tiefste Transformation, die diese Personen hier durchgemacht haben in ihrem ganzen Leben. Eine Meisterschaft. Und auch gleichzeitig kommt mir der Impuls, 11 ist gleich 2, diese Bereitschaft aus 3 2 zu machen. Ja. Der Wagen bewegt sich in eine Richtung, die ihm vollkommen unbekannt ist. Er hat keine Ahnung, wohin es geht. Er hat keine Ahnung. Ich habe wirklich das Gefühl, dass bei den Erdzeichen, also einigen Erdzeichen hier das Thema kommt, das ich eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig geliebt habe. Ich meine, okay, gut. Bei Seelengefährten ist das so, dass man tatsächlich dieses Gefühl bekommen kann, weil die Tiefe der Liebe einfach wirklich wie der Wunschbrunnen so tief ist, dass man es gar nicht erfassen kann. Absolutes Neuland. Buch mit 7 Siegeln. Was ihn auch verunsichert, da kommen auch viele Ängste und auch so ein bisschen ja, Kampf in sich selbst, ob er es schafft. Also Zweifel, auch starke Zweifel an sich selbst, ob man das schafft. Aber die Bereitschaft ist da. Ja, man macht sich auf den Weg zu dem Seelengefährten. Aus dem Labyrinth raus, plötzlich weiß man, wo es hingeht. Das ist die Seelengefährtenkarte unter anderem im Lenormand Deck. 15, die 6, 42, die 6, plötzlich wird es einfach. Plötzlich weiß man es, ja. Und plötzlich, ja, diese ganze Puzzle, die kein Bild ergeben haben, ergeben plötzlich ein Bild. Man geht aus dem Rückzug raus, von dem man so Schiss gehabt hat. Das ist die 19, die 10, weil es zu anstrengend geworden ist, sich ständig dem Brett vorm Kopf zu setzen. Und man ist bereit, jegliche Art von Kraft einzusetzen, um das Ganze wieder gut zu machen, erstmals. Und um dich nochmal zu erreichen. Um einen Anker zu setzen, um diese wieder Boden zu fassen, ja, bei dir.
Der Hund ist natürlich Loyalität, Treue. Er hofft, dass du noch wartest, ja? Er hofft, dass du wie ein Hund verzeiht jedem Herrn oder Herrchen sein unschönes Verhalten, ja? Egal, was du einem Hund antust, er verzeiht es ihm. Und darauf hofft er. Und da haben wir auch, einmal habe ich das Thema der Oberflächlichkeit. Er hofft, dass du ihm verzeihst, diese Oberflächlichkeit. Und auf der anderen Seite habe ich das Thema natürlich Kommunikation. Für den einen oder anderen könnten tatsächlich Briefe kommen, weil man sich noch nicht traut, direkt auf dich zuzugehen. Auf der anderen Seite sehe ich aber endlich mal einen Austausch und dass sich jemand endlich öffnet, ja? Weil es begriffen hat. Da kann man niemanden nicht mal, ich meine ganz ehrlich, Mädels, du hast auch lange im Dunkeln getappt, ja? Bis du gecheckt hast nach 135. Orakel auf YouTube, dass es sowas wie einen Seelengefährten gibt, ja? Und dann bist du immer in die Tiefe gegangen, in die Tiefe gegangen und hast gedacht, wow, das ist doch genau das, ja? Und ich sage es ja immer, wir Frauen, die wir fragen immer nach dem Weg, wenn wir uns verloren haben. Und Männer eben nicht. Die werden da zusätzlich 3 Viertelstunde im Kreis fahren, weil sie sagen, ich finde es selbst. Ja? Das ist genau das Thema, warum man dann so lange braucht. Und ich finde es schlimm, man kann jemanden einen Vorwurf machen, wenn jemand es gewusst hat und es abgelehnt hat. Ja. Dann kann man sauer sein, ja. Aber wenn es jemand nicht gewusst hat und im Dunkeln getappt ist, aber jetzt diese endlich die Erkenntnisse hat und auf dich zugeht, dann kann man das, glaube ich, verzeihen, ja. Natürlich schauen wir mal, schaut mal dann auch, was man dann draus macht, aber in erster Linie denke ich mal, kann man da auch Verständnis haben. Okay. Ja, die Herrscherin hat ihnen 5. Münzen geschoben. Okay, meine liebe Erdzeichen, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und nächste Woche und ich freue mich, euch die Woche drauf nochmal zu hören. Tschüss!